Die meisten von euch haben spiegellose Kameras, aber ich habe hier noch eine richtige Spiegelreflex. Dummerweise stellt die nicht richtig scharf. Ist eine Canon und das ist häufig bei so Spiegelreflexkameras, dass der Schärfensensor nicht mit dem Aufnahmesensor übereinstimmt. Ihr seht jetzt hier gerade den Sensor und da unten ist der Schärfensensor. Ja, genau, da wo jetzt der Pfeil ist. Wenn die beiden nicht so genau übereinstimmen, dann gibt es ein Problem, dann stellen die nicht scharf. Tauchen wir mal ein in das Scharfstellen von Kameras. Wir benutzen also das Spider-Lens-Kalk. Das ist sozusagen unser Ziel, auf das wir nachher scharf stellen wollen, um erstmal festzustellen, ob die Kamera überhaupt einen reproduzierbaren Fokusfehler hat. Also das Problem entsteht bei DSLRs häufig dadurch, dass die zwei unterschiedliche Autofokussysteme verbaut haben. Normalerweise nehmen wir die Kamera ans Auge, schauen durch den Sucher und wie man sieht, hat der Sucher liegt auf einer anderen Höhe als die Achse des Objektivs. Und das wiederum führt dazu, dass es einige technische, Innereien bedarf, um überhaupt durch das Objektiv durchsehen zu können. Deswegen ist unmittelbar hinter dem Objektiv, was man jetzt nicht sieht, solange das montiert ist, ein Spiegel montiert, der zunächst mal den Strahlengang nach oben über die Mattscheibe ins Prismengehäuse und von da dann an den tatsächlichen Sucher projiziert. Das ist aber noch nicht alles. Im Kameraboden befinden sich zwei Zeilensensoren, die ebenfalls nochmal durch ein optisches Element dazu führen, dass die Kamera zwei Bilder produziert. Und sobald diese beiden Bilder deckungsgleich sind, geht die Kamera davon aus, das Bild ist scharf. Und wenn man dann auslöst, dann klappt natürlich der Spiegel weg. Und auch der zweite Spiegel, der dahinter sich noch, hinter dem Hauptspiegel noch befindet, klappt ebenfalls weg. Und dann haben wir tatsächlich das Bild, was dann auf den Sensor geht. Und da befindet sich eigentlich das zweite Autofokussystem einer Spiegelreflexkamera. Und dann funktioniert der Autofokus hier oben mit dem Sucher nicht, weil wir dann im Prinzip ein Live-Bild haben. Und dann nimmt die Kamera zwei Punkte von dem eigentlichen Bildsensor und fokussiert damit. Und zwischen diesen beiden Systemen kann es Unterschiede geben. Und bei Canon, bei Nikon auch, bei anderen Herstellern ebenso, gibt es innerhalb der Kameramenüs die Möglichkeit, Objektive fein zu justieren. Das macht aber nur dann Sinn, wenn man tatsächlich einen reproduzierbaren Fehler feststellen kann. Wenn es größere Abweichungen gibt, mal zu weit vorne, mal zu weit hinten fokussiert, dann ist das nichts, wo wir jetzt irgendwie dran rumfingern sollten, sondern dann gehört die Kamera in den Service. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, sind Testbilder, um zu sehen, ob die zwei unterschiedlichen Autofokussysteme tatsächlich auch unterschiedlich scharf stellen. Wenn das so ist und dann reproduzierbar immer zu weit vorne oder immer zu weit hinten, dann haben wir die Möglichkeit, in der Kamera selbst, im Kameramenü, eine Feinjustierung des Autofokus vorzunehmen. Das funktioniert relativ gut für diejenigen, die das interessiert, die eventuell viele Objektive haben, mehrere Gehäuse haben. Es gibt eine Software, die das automatisiert machen kann, nennt sich Focal 2. Hat den Vorteil, dass man die Kamera mit dem Programm, mit dem PC und dem Programm verbinden kann und dann einfach nur noch auf Start drücken muss. Dann macht die Kamera ca. 20 bis 30 Aufnahmen. Die Einstellung der Werte erfolgt automatisch. Man kann das Ganze sich ausdrucken lassen als Messprotokoll. Und das wird abgespeichert je Objektiv. Wir machen also die Einstellungen nachher bei Offenblende. Dadurch, dass Abblenden die Tiefenschärfe so groß ist, dass wir die feinen Unterschiede, um die es hier geht, das geht wahrscheinlich nur um wenige Zentimeter, wenn überhaupt, dass wir die überhaupt sehen. Dafür müssen wir das Ganze mit Offenblende machen. Wir machen jetzt einfach mal ein Bild. Ich mache das gerade tethered in Capture One. Und alles, was grün ist, ist eigentlich scharf. Und das Lineal, das steht schräg im Winkel von 45 Grad. Da wäre genau der Schnittpunkt. Das heißt, hier hätte eigentlich der Autofokus exakt liegen sollen. Tatsächlich liegt er weiter vorne. Also die Werte, die nach unten gehen, da ist das Lineal zu uns hin geneigt. Insofern können wir relativ sicher sein, dass der Autofokus tatsächlich um ein paar Zentimeter zu weit vorne liegt. Das Ganze machen wir jetzt noch ein paar Mal und dann werden wir diese Aufnahme im Live-View-Modus wiederholen, sodass die Kamera dann gezwungen ist, den Autofokus zu nehmen, der auf dem eigentlichen Kamerasensor liegt. Und wenn wir da dann tatsächlich einen Unterschied sehen, dann sind wir so weit, dass wir Testaufnahmen mit Feinjustierung machen können, um diesen Unterschied auszugleichen. Ja, aber warum ist der Monitor dunkel? Jetzt muss ich dann wohl oder übel. Doch.
Unter dem Untermenü Autofokus gibt es einen Punkt, der nennt sich AF-Feinabstimmung. Und wenn man da reingeht, dann sieht man jetzt, dass dieses Objektiv, was hier drauf ist, von der Kamera in zwei Bereiche geteilt wird, nämlich einen Weitwinkelbereich und einen Telebereich. Die Anfangsblende ist hier eine Blende 4, das heißt, im Weitwinkelbereich ist das schon, sollte das reichen, um das Auge wirklich auch scharf zu kriegen. So, und das ist jetzt die Einstellung, die wir gefunden haben im Telebereich. Wir sind bei plus 3 gelandet, was den Autofokuspunkt weiter nach hinten schiebt, also Richtung unendlich verschiebt. Wir haben erst mit großen Änderungen gearbeitet, um überhaupt eine Veränderung am Bild sehen zu können, was auch schon so nicht ganz einfach war, und haben uns langsam wieder zurückgearbeitet, also erstmal die richtige Richtung rausgefunden. In plus geht der Fokus weiter nach hinten. Bei plus 10 war es deutlich zu viel, bei plus 5 sah es schon ganz gut aus und bei plus 3 glauben wir so in etwa das Optimum dessen, was da rauszuholen ist, mit so einer Feinjustierung gefunden zu haben. Wir sind jetzt einen Schritt weiter, wie ihr gerade gesehen habt. Wir haben an der Kamera auch die Einstellung geändert von diesem Schärfenbereich. Das kann man für jedes Objektiv unterschiedlich machen und auch noch im Weitwinkelbereich und im Telebereich. Im Weitwinkelbereich ist es nicht ganz so relevant, weil halt im Weitwinkelbereich ist halt eine hohe Tiefenschärfe drin, was im Telebereich natürlich nicht der Fall ist. Ihr habt ja gerade gesehen, wie wir es eingestellt haben. Was wir jetzt machen, das war nämlich das, was auch das Wichtigste ist. Zarathustra fotografiert sich ja selber. Und jetzt testen wir einfach mal an, ob die Einstellung, die wir gerade vorgenommen haben, wir sind, glaube ich, bei plus 4 oder sowas. Plus 3 sind wir gelandet. Plus 3 sind wir gelandet. Ob die passend sind für Zarathustra ihre Aufnahmen. Und wenn das alles zusammenpasst, sind wir durch. Und wie üblich bei Fragen, ihr wisst ja, aber wir testen jetzt erstmal. Zarathustra macht es grundsätzlich so, dass sie ihren Fokuspunkt selber setzt. Für ihre Selbstaufnahmen setzt Zarathustra einen externen Timer ein. Das ist von Rollei, so ein Ding. Ich verlinke es entsprechend unten und setze dann halt Intervall-Shootings da entsprechend ein. Weil wenn wir das auf der Kamera einstellen, stellt die Kamera nicht rechtzeitig scharf. Sie stellt ganz kurz vor der Auslösung scharf und das ist viel zu spät, dann sind noch Bewegungen drin. Deshalb geht das mit dem Intervallometer viel, viel besser. Und sie legt einen Autofokuspunkt entsprechend schon mal vor, wo sie dann meint, dass sie sein wird, und dann macht sie ihre Aufnahmen. Dann seht ihr jetzt auch endlich mal das, was Zarathustra macht, wenn ihr es nicht seht, weil ich dann die Videokamera ausmache. Iris ist unscharf, das bei Blende 4. Sind wir an technischen Grenzen von der Kamera? Naja, das Problem ist, wenn du dir die Bilder anguckst und die Größe des Autofokuspunktes, dann ist der deutlich größer als die Iris. Damit wisst ihr jetzt alles, was wir wissen, und ihr wisst auch alles, was wir nicht wissen. Und ich gehe davon aus, ihr seid verwirrt, ich bin es auch, die Kamera ist richtig eingestellt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke für euer Zuschauen und tschüss.